Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei MechWarrior Online mit dem Daniel. Heute mit einem kleinen Special. Und zwar habe ich so beim Durchgucken meiner Videos mal gesehen, dass ich ja die zwei Videos habe bekommen im MacLab und unser erster eigener Mac. Da habe ich mir die mal angeguckt und dachte mir so, ach du Scheiße, was hast du damals erzählt? Deswegen hier eine kleine Neuauflage. Wie ihr zu eurem ersten eigenen Mac kommt, wo alles ist im MacLab. Und ja, einfach ein kleiner Beginnerleitfaden, auf den ich keinen Anspruch der hundertprozentigen Richtigkeit erhebe. Es sind alles persönliche Eindrücke, ne? Und Tipps, so wie ich es empfinde, wie es gut ist. So, also, fangen wir erstmal an. Das hier ist ja unser Homebildschirm. Ich habe mir ein bisschen Code zusammengespielt. Und zwar 9,9 4 Millionen Sievels. Warum 9,94 Millionen Sievels? Ihr habt ja am Anfang, wenn ihr startet, habt ihr diesen sogenannten Kadettbonus. Ja, ihr werdet festgestellt haben, in eurem allerersten Match werdet ihr richtig viel Kohle gekriegt haben und danach immer weniger. Das liegt daran, im allerersten Match, das ihr spielt, kriegt ihr einen Bonus von über 400.000 Sievels. Finde ich gut, weil das den Weg zum ersten eigenen Mac sehr stark erleichtert. Dieser Kadettbonus zählt für die kommenden 25 Spiele. Egal, ob ihr gewinnt, verliert, wie ihr abschneidet. Ihr werdet immer einen Bonus erhalten. Halt immer weniger. Es wird sich am Ende summieren auf 7,9 Millionen Siebels, die ihr durch diesen Kadettbonus erhaltet. Dazu kommen noch die normalen erwirtschafteten Beträge im Match, die auf diesen Bonus draufgehen. Diese kann man weiterhin noch beeinflussen durch Premium Time und einen Hero Mac, aber das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt diese 25 Games gespielt und habt eure 9,94 Millionen. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr solltet euch einen eigenen Mac holen, ne, weil ihr dann sehr viel mehr entscheiden könnt. Nehmen wir mal an, ihr seid bisher nur Trial Macs gefahren, habt ihr gemerkt, ihr könnt am Loadout nichts ändern. An der Gestaltung könnt ihr nichts ändern und das fühlt sich halt nicht so an, als ob das euer Mac wäre. Also gehen wir vom Home-Bildschirm. Hier oben haben wir drei Reiter: Home, MacLab, PilotLab. Gehen wir auf das MacLab. Dort seht ihr jetzt eure Trial Macs. Na, die vier Stück, die immer ausgewählt sind aus jeder Klasse. Darunter, in diesem Abschnitt, ist immer noch ein zweiter Reiter, der Owned Macs heißt. Da klicken wir drauf. Da seht ihr jetzt bei mir schon jede Menge. Tolle, geile, super Macs. Bei euch wird da wahrscheinlich noch nichts sein. Deswegen sucht ihr euch einen freien Slot, der bei euch ganz am Anfang ist. Ich muss ein bisschen weiter nach hinten. Wo hier bei Mac steht. Klicken wir einmal in die Mac Bay und dann auf den Button bei Mac. So, jetzt sind wir in der Mac-Auswahl. Ist in fünf Abteilungen unterteilt. Fängt an mit den Hero Macs. Ne? Halt die Macs, die ihr gegen MacWarrior Credits kaufen könnt. Dann geht es weiter mit den Light Macs, mit den Medium Macs, mit den Heavies und mit den Assaults. Ist alles nach entsprechender Tonnage sortiert. Light Macs sind tonnagetechnisch 25 bis 35 Tonnen. Medium gehen von 40 bis 55. Heavies gehen von 60 bis 75. Und Assaults gehen von 80 bis 100 Tonnen. So, jetzt habt ihr natürlich die Frage, ich habe jetzt die sauer verdiente Kohle hier, wofür soll ich das rausschmeißen? Es gibt verschiedene Ansätze. Was ich persönlich nicht machen würde, ist es am Anfang direkt für einen Assault rauszuschmeißen. Problem ist bei einem Assault, sie sind relativ schwerfällig, da muss in den meisten Fällen noch was dran gemacht werden, was auch wieder Kohle kostet. Und ihr habt die Kohle dann erstmal nicht. Das heißt, ihr steht die ersten Matches in der Standardausrüstung da und habt keine Nachteile, aber könnt nicht das Optimum rausholen. Geringer fällt das gleiche Problem bei den Heavies aus. Man könnte sich jetzt einen relativ günstigen Heavy kaufen wie einen Dragon oder einen Quickdraw. Quickdraw muss ich erstmal von abraten, weil das Ding ist eine Heatsau. Kam ich nicht drauf klar. Also das Ding produziert Hitze ohne Ende und ist relativ anfällig. Katapults, Kataphracts, alles eine gute Alternative. Problem ist, die sind alle relativ teuer. Deswegen, mein Rat,
kauft euch am Anfang Medium Mac. Mediums sind einigermaßen schnell, sie halten einigermaßen viel aus, können einigermaßen austeilen und sind einigermaßen günstig. Ja, und ihr habt immer noch genug Spielraum. Ihr könnt euch eine schnelle Zikade kaufen, ihr könnt euch einen Laserbolzen holen, hier den Blackjack, der meistens nur Lasers Hardpoints drauf hat. Ihr könnt euch einen Centurion holen, den ihr sehr schnell machen könnt. Trebuchet, der auch das Potenzial hat zu nerven. Wo ich mich aber entscheiden würde, was für den Anfänger ein richtig guter Mech ist, ist der Hunchback. Der Hunchback hat eine ziemliche Variation an Waffen, die ihn sehr variabel macht. Ne, also man kann Ballistic Energy und noch mehr Ballistic Energy, nur in anderer Verteilung. Energy Missile, nur Energy, Energy und Missile. Und ja, da kann man sich aussuchen, was man möchte. Ich würde für den Anfang tendieren, entweder zu dem 4H, der 5 Energy Slots hat und ein Ballistic. Hat den Grund, die Hauptdamage kann man über die, oder die Laser rennen halt nicht, also die, da kann einem die Munition nicht ausgehen. So war das Wort. Und man hat immer einen grundsätzlichen Schaden. Und man kann auf die Schulter eine schöne, schwere Ballistikwaffe setzen. Ob es jetzt wie hier eine AC-10 ist, also eine Autokanone mit 10 Damage ist, oder eine AC-20 mit 20 Damage, oder wenn man es ein bisschen leichter haben will, eine AC-5 mit 5 Damage, oder eine Schrotflinte, die LBX. Man ist relativ flexibel, kann aber noch durch die Energy-Slots einen relativ guten Grund-Damage reinbringen. Das wäre eine Option. Oder eine Empfehlung von mir. Die zweite Empfehlung wäre der 4SP. Der 4SP hat auch 5 Energy Slots. Haben wir dieselbe Sache wie bei dem anderen. Aber hat 2 Missile Slots. Das ist, wenn einem die Missile Sache etwas entgegenkommt. Auch eine relativ schöne Sache. Und ihr seht die Preise. 4H 3,6 und der 4SP auch 3,6 Millionen. Ich habe in der ersten Version von der ersten eigenen Mac den 4H gekauft. Deswegen kaufe ich mir jetzt mal den 4SP. Weil ich mag Raketen auch. Und beide Gruppen, Raketen und Ballistik, haben das Problem, in Anführungszeichen, der Munition. So, das heißt, ihr klickt den an. Na, dann könnt ihr erstmal sehen, wie sieht's aus, was ist momentan ausgerüstet, welches Equipment ist drin. Und die Hardpoints, sprich, was ihr in den Mac reinbauen könnt. Dann habt ihr unten 3 Schaltflächen bei MC, sprich, ihr würdet den über MacWarrior Credits kaufen. Bei CB, das heißt, ihr würdet den über diese C-Builds kaufen. Und Cancel, da würde die ganze Sache abbrechen. Da wir den aber kaufen wollen, gehen wir auf Buy CB. Are you sure you want to buy? Yes, I am. Jetzt können wir ihm einen Namen geben. Welchen Namen geben wir ihm? Ich nenne ihn mal Steven. So, jetzt sehen wir gleich in der MacBay, nachdem gesaved wurde, unseren Steven in einem wunderschönen Oliv. Ja. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja, wir haben jetzt hier oben 4 weitere Reiter. Sagen wir das Loadout, Modules, Camo-Spec und Cockpit. Das Wichtigste für uns ist jetzt das Loadout. Da klicken wir einmal drauf. Und wir sehen erstmal wieder ganz viele neue Schaltflächen. Ja, wir haben jetzt hier momentan den Center-Torso ausgewählt. Dort sehen wir jetzt hier, was dort alles drin ist. Ja, wir sehen jetzt hier eine SCD-Engine und SRM-Ammo. SCD-Engine heißt Standard-Engine. Jetzt haben wir hier unten die Component-Selection. Damit könnt ihr, indem ihr auf den Punkt klickt, könnt ihr ganz einfach die verschiedenen Teile des Chassis durchklicken. Und sehen immer jeweils, was dort drin steckt. Na, ist relativ simpel. Ihr könnt auch hier rumklicken, aber das ist dann zum Beispiel problematisch, wenn ihr hier, wollt jetzt von hier zum anderen Arm rüber, dann müsst ihr erstmal drehen, drauf rumklicken. Ne? Also ich würde hier immer über die Punkte gehen. So, dann haben wir hier 5 Reiter. Das ist einmal Weapon Systems, Ammo, Equipment, Armor Distribution, also Panzerungsverteilung und Upgrades. Die Upgrades waren früher mal in einem separaten Reiter, wurden reingesteckt. Hier. Finde ich eine gute Sache. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie viel Credits haben wir überhaupt noch über. Wir haben noch so 6,3 Millionen. Das ist relativ viel.
Und wir gucken mal, was haben wir denn an Bewaffnung drin. Ja, wir sehen ja, hier sind schon die SRMs angezeigt. Wir haben zwei SRM-6er. Und in den Armen haben wir jeweils zwei Medium-Laser. Und im Kopf haben wir einen Small-Laser. Jetzt mache ich das immer so. Ich reiße erstmal alles an Waffen raus. Ne, weil ich habe dann meistens so im Kopf schon ungefähr, was ich haben möchte. Ne? Jetzt ist hier die Sache mit den SRM-6ern. Man hat keine größeren SRM-Werfer. Ne? Also es gibt SRM-2er, 4er, 6er und Streak-SRMs. Streak-SRMs sind wie normale SRMs, nur dass sie Zielsuchen sind. Ist eine relativ schöne Sache. Man hat nur das Problem, wenn man unter ECM-Einfluss steht, kann man sie nicht mehr aufschalten. Ja, das heißt, muss man überlegen, ob sich das rentiert. Wenn ich jetzt wie hier nur zwei Werfer einbauen kann, in ein Medium-Mech, der jetzt nicht unbedingt ein schneller Light ist, würde ich es lassen. Da würde ich jetzt bei den SRM-6ern bleiben. Deswegen lasse ich die erstmal drin. Dann mache ich das immer so. Ich guck, okay, ich habe jetzt 4,5 Tonnen über. Ich habe Panzerung fast auf voll. Ne? Hier könnt ihr sehen, Armor ist Standard. 320 von 338 ist okay, kann man erstmal so lassen. Feuerpower ist 24, ist auch sogar noch okay. Und die Heat-Effizienz ist 2,0. Das heißt, das ist immer so ein Indikator, wie viel oder wie oft man feuern kann, bevor man ausfällt. Ne? Also man fällt dann kurz aus, wird wieder eingeschaltet, habt ihr bestimmt schon erlebt. So, jetzt ist die Sache. Wenn wir hier gucken, wir haben SCD Heatsinks. SCD ist immer Standard. Gibt es eine effektivere Variante? Ne, die können wir hier über Upgrades, dann über Heatsinks, sehen wir hier Double Heatsinks. Kosten 1,5 Millionen. Ist aber eine gute Anschaffung für meinen Geschmack, weil wir brauchen dann für eine Tonne, haben wir einen Double Heatsink, der drei Slots belegt. Klingt jetzt alles erstmal ganz viel nach Zahlen. Ihr werdet im Laufe des Spiels... Im Laufe des Spiels, je länger ihr spielt, werdet ihr sehen, dass Double Heatsinks eine der besten Anschaffungen sind, die ihr euch geben könnt. Zweites Upgrade, was ich auf jeden Fall mit reinnehmen würde, ist immer eine Endosteel Structure. Naja, das heißt, ihr habt da jetzt hier eine Structure Standard. Endosteel Structure, wenn wir die einbauen, sehen wir, oh, wir haben schon wieder Gewicht verloren. Naja, die spart uns 2,5 Tonnen. Es ist bei MechWarrior Online, gibt es aber nichts umsonst. Ne, also wir haben jetzt dafür, dass wir 2,5 Tonnen eingespart haben, haben wir Structure Slots belegt. Ne? Das heißt, da können wir erstmal nichts mehr einbauen. Aber das sollte trotzdem vom Platz noch reichen. Man muss immer aufpassen. Weil es gibt, wenn wir in die Upgrades gucken, noch eine andere Panzerung, die uns auch Gewicht spart, aber nochmal 14 Slots belegt. Das heißt, wenn wir beides einbauen, haben wir 28 Slots belegt und dann haben wir im schlimmsten Fall keinen Platz mehr für Munition oder Waffen. Ne? Deswegen entweder oder. Ist immer so, ne, die Idee. Dann bauen wir ein Waffen. Ne? Die SRMs haben wir jetzt erstmal drin gelassen. Klicken wir unten wieder auf Arm, ne? Weil die Hardpoints sind ja im Arm von der Energy. Jetzt können wir gucken, was bauen wir ein. Wir hatten ja gerade Medium Laser drin, normale Medium Laser. Die effektive Variante davon ist der Medium Pulse Laser. Macht mehr Heat, macht mehr Damage. Das heißt, davon kaufen wir uns zwei. Und hier auch nochmal in den anderen Arm. Zwei. Jetzt sehen wir, unsere Heat-Effizienz ist ganz schön runtergegangen. Na? Wir sind relativ schnell bei einem Ausfall dann. Weil unsere Heatsinks ja ausgebaut wurden. Ja. Das heißt, wir können hier über Equipment können wir neue einbauen. Die setze ich meistens in die seitlichen Torsen ein. So. I want to buy these. Ne? Können wir jetzt erstmal ein bisschen rumsauen. Können wir drei Stück nehmen. Pro. Nee. Falsch. Da war ich jetzt am Arm. Wie viel hatte ich da jetzt drin? Drei? Moment, kurz nachgucken. Genau, drei Stück. Brauche hier auch nochmal drei Stück ein. Ja. Ihr seht aber, 1,18 ist nicht so wirklich toll. Das ist nicht toll. Und das Schlimmste, was euch eigentlich passieren kann, ist, dass ihr im feindlichen oder dass ihr im Kampf ausfallt. Ja, das heißt, wir nehmen die Medium-Puls-Laser wieder raus. Bauen die normalen Medium-Laser wieder ein. Zack. Und wir sehen, 1,28 ist in Ordnung. Da kann man mit arbeiten.
lassen wir erstmal so. Ich lasse den Laser im Kopf, lasse ich erstmal weg, weil der belegt uns erstmal nur Platz, den wir noch brauchen eigentlich. So, jetzt nehmen wir hier die Ammo nochmal kurz raus. Jetzt ist die Sache, wir haben hier die STD Engine 200 drin. Beschleunigt uns auf 64 km/h. Ist mir persönlich ein bisschen langsam für ein Medium, das heißt, wir machen einmal Doppelklick drauf. Bauen die aus, ne, haben jetzt angezeigt, keine Engine. Und sind jetzt hier bei Equipment und sehen, wir haben ganz viele Engines zur Auswahl. Jetzt kommen wir jetzt einmal runter und gucken, was wir denn einbauen können. Vom Gewicht her, ne, von den Slots her, würde eine 275er reinpassen. Können wir jetzt mal spaßeshalber einbauen. Wir sehen, werden die 50 Tonnen komplett ausgereizt, hätten fast 90 km/h drauf. Problem ist, wir können dann weiterhin nichts mehr einbauen. Was ich ein bisschen blöd finde. Ja, das heißt, wir bauen die wieder aus. Und ich würde mich mal entscheiden für eine 250er, weil die hat 3 Tonnen weniger. Ja, dann können wir dann haben wir erstmal 3 Tonnen Platz noch. Da können wir dann nochmal gucken, was wir noch so mit einbauen. Jetzt sehen wir, die Heat-Effizienz ist auch gestiegen. Ein bisschen. Das heißt, wir können 1-2 Heatsinks mal ausbauen. Na, dann haben wir 4, ist immer noch bei 1,32, das ist in Ordnung. Finde ich gut. So, dann haben wir hier noch einen Slot frei, und zwar das AMS. Das AMS ist ein Anti-Missile-System, das wir über Waffensysteme über den Reiter kriegen können. Einmal Doppelklick, ist drin, wiegt eine halbe Tonne, ist kein Problem. So, jetzt haben wir noch die Sache, wir haben momentan keine Munition drin für unsere SRMs, für unsere Short-Range-Missiles und für unser AMS. Das heißt, wir brauchen jetzt Platz, um unsere Munition einzubauen. Nehme ich jetzt von hier noch einen Double Heatsink weg, baue den auf der anderen Seite mit ein. Warum? Ja, sage ich euch gleich. Ja? Weil wir brauchen ein bisschen Platz. Wir nehmen dann hier oben Ammo, SRM-Ammo 1, 2, 3, 3 Tonnen mit. Das sind dann pro Tonne 300 Schuss, pro Tonne 100 Schuss, also 300 Schuss. Dann brauchen wir noch Munition für das AMS. Ne, 1000 Schuss reicht erstmal. Und jetzt haben wir noch eine halbe Tonne frei. Was machen wir mit der halben Tonne? Die Sache ist, wir haben Munition an Bord. Munition kann explodieren, wenn der Körperteil beschossen wird. Dagegen haben wir noch was, was helfen kann, und zwar ein Case. Ein Case schützt quasi nicht die Munition, aber den Rest des Körperteils. Na, das heißt, wenn die Munition explodiert, geht der Körperteil nicht flöten. Was gerade beim Torso blöd ist, weil wenn der Torso weg ist, ist der Arm auch weg. Na? So. Und jetzt sehen wir, dieser ganze Mech kostet 3,6 Millionen. Na, mit den Upgrades, mit neuem Motor drin, etc. pp. Das heißt, wir nehmen jetzt an. Safe Mac. So, und da steht unser erster eigener Mac. Der Steven. Ein Hunchback. Wir sehen jetzt 4 Medium Laser, 2 SRM-6er, ein Anti-Missile-System, Double Heatsinks, eine SCD-Engine drin. Das ganze Ding schafft jetzt 81 km/h. Das ist schon relativ gut. Also das ist eine gute Basis, um zu lernen. Und ihr werdet ihn lieben. So, jetzt haben wir ja noch 2-3 andere Reiter. Und zwar erstmal die Module. Module sind alles Sachen, die die Leistung des Mechs verbessern können. Die müsst ihr alle freispielen nach und nach. Oder was heißt fast alle freispielen? Es gibt Sachen, die könnt ihr so so kaufen und so benutzen. Aber ich sag mal so, alles andere interessiert euch erstmal nicht. Da können wir irgendwann nochmal eine andere Folge machen, wenn ihr möchtet, wo ich euch das nochmal erkläre. Dritter Reiter, Camo-Spec. Ja, hier könnt ihr eure Panzerungsfarbe ändern. Ne, ihr habt von Anfang an so ein paar Farben freigeschaltet, ne, so 3 Basics. Dann Basic Red, Basic Blue und Basic Green. Ne? In der Standardverteilung habt ihr immer so gewisse Karosseriepartien, die ihr einfärben könnt. Auch da könnt ihr schon schöne Sachen draus machen. Nehmt andere Option wäre, dass ihr gegen MechWarrior Credits, die ihr aufladen könnt, euch eine andere Camo holt. Was ich jetzt mal tun werde,
Weil ich habe ja meine Standard-Kamo quasi, und zwar ist der Buccaneer. Ach, mal resetten. Buccaneer, so, das ist er. Ja, ein bisschen Pirate-mäßig, schön bunt, sieht ziemlich böse aus. Werde ich mir jetzt mal eben gönnen. Weil der einfach toll aussieht. So, ja, und dann könnt ihr ihn auch nochmal hier begutachten, wie er aussieht. So, dann haben wir noch den vierten Reiter, ist das Cockpit. Cockpit ist eigentlich relativ uninteressant für den Anfang. Hier könnt ihr halt Items kaufen, die ihr im Cockpit dann sehen könnt. Ja, diverse Sachen, ja, einmal zum Hängen und dann noch Ketten und hast du nicht gesehen. Ist für den Anfang erstmal relativ unwichtig. Wichtig ist, ihr habt jetzt euren ersten einen Mech hier stehen, der eine gute Overall-Leistung hat. Und das werde ich euch jetzt in einer Runde auch noch zeigen. Na? Und Canyon Network, das ist eine relativ schöne Map, um den mal auszuprobieren. Bin mal gespannt. Weil die Map hier, die kann man eigentlich ziemlich rocken mit Max, die eine lange Reichweite haben. Und wir sind eher für kurze bis mittlere Reichweiten jetzt ausgelegt. Schauen wir mal. Ja. Auch ein, zwei Sachen zu Designentscheidungen, die ich getroffen habe. Hier, das kennt ihr ja alle schon, denke ich mal jetzt, den Bildschirm, ne? Einfach ready. Ja, je schneller ihr das macht, desto glücklicher sind die Kollegen. So. Warum habe ich eine Standard-Engine genommen und keine XL-Engine? Ich finde für den Anfang, eine Standard-Engine besser, weil man noch nicht so an den Mech gewöhnt ist, ihn noch nicht so steuern kann. Und somit da die XL-Engine eine zusätzliche Schwachstelle darstellt. Ne, mit einer Standard-Engine hält man halt ein bisschen mehr aus. Wenn man sich an den Mech gewöhnt hat, kann man natürlich eine XL-Engine einbauen. Ja. So. Jetzt sehen wir hier unten rechts, sehen wir unsere Waffengruppen. Ne, wir haben jetzt alles auf der Taste 1. Ne? Aber ich baue jetzt mal eben um. Ne? Könnt ihr mit den Pfeiltasten und Steuerung könnt ihr die bearbeiten. Ne, und jetzt haben wir auf der linken Maustaste die Laser, auf der rechten Maustaste haben wir die Raketen. Die feuere ich jetzt mal gerade nicht ab. So. Weil, ich brauche die für den Kampf. So, dann könnt ihr immer am Anfang eine Salve, wenn ihr seht, da ist keiner hinter euch, neben euch, abgeben. Und dann könnt ihr mal sehen, wie eure Hitze sich entwickelt. Okay, also eine Salve mit allen Lasern gibt 25% Hitze. Ja, da wisst ihr ungefähr schon mal so die Hutnummer, wo ihr euch drauf einstellen könnt. So, und rechts, das ist jetzt blöd zu sehen, rechts am Bildschirmrand seht ihr jetzt zwei kleine Zeichen. Das untere ist ein UAV, also quasi Aufklärung, und das andere ist der Airstrike, den habe ich mal mitgenommen. Kosten beide jeweils 40.000 Credits und könnt ihr bei den Modulen Consumables kaufen. So, da seht ihr jetzt schon, Feuer geht los. So, unten rechts, neben den Waffen, seht ihr auch eine Angabe mit einem M dahinter. Das M steht für Meter und das ist die Optimal Range der Waffen. Es gibt quasi noch eine Maximalreichweite, die ist im Normalfall immer ungefähr das Doppelte. Ne, also bis 540 Meter würden die Laser jetzt noch treffen. Ne, außer bei Raketen. Bei Raketen ist bei 270 Metern Schluss. Na? Weil die explodieren dann. Da geht der Sprit aus. So, da sehen wir jetzt den Blackjack. Den Feindlichen, den haben wir mit R anvisiert. Und er ist tot. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, ich habe jetzt gar keine Basics freigeschaltet. Das könnten wir eventuell später nochmal machen. In einer weiteren Folge. Das ist jetzt einfach so, wie ihr den wahrscheinlich spielen würdet. Ja. So. Und jetzt mit Drücktaste, also Backspace, könnt ihr die von umschalten von alle Laser auf einmal auf Laser hintereinander. Und mit der rechten Maustaste könnt ihr dann eure Raketen abschießen. So, Kill Assists, jede Menge Kill Assists. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Das ist euer Vorteil, wenn ihr einigermaßen im Team bleibt. Na? Wenn ihr im Team bleibt, ihr habt genug Deckung, ihr werdet als Hunchback selten der Erste sein, der angegriffen wird. Gerade mit dem hier. Weil andere Hunchbacks haben ja dieses Paket auf der Schulter, quasi da, wo die Ballistics drin sitzen und die Laser. Die werden schon mal gerne rausgepickt, weil diese Sektion halt gut zu treffen ist. Ne? Aber mit dem hier habt ihr ein relativ geschmeidiges Profil.
So, und das hier ist jetzt wie eine Runde eigentlich nicht gehen sollte. Hier wird nämlich schon gekappt. Finde ich ein bisschen doof. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und kämpfen nochmal ein bisschen. Ja, weil ich wollte euch ja zeigen, wie man kämpft. Ah, zwischendurch mal trinken. Na, auch ganz wichtig, stellt euch immer mal zu trinken hin, weil ne, im Kampf weggehen ist doof. Was auch noch relativ schön ist bei dem Hunch, ja, wenn wir jetzt mal kurz nach außen gucken, die Arme sind relativ dünn, aber selbst wenn die Arme ab sind, hat man immer noch die Missiles. Ne, man muss dann nur ein bisschen mit der Munition haushalten. Jetzt haben wir uns natürlich sehr entfernt hier. Jetzt sind wir fast schon wieder bei unserer Base. Das ist der Nachteil, wenn man keine Jump Jets hat, also diese Mini-Raketen, die einen fliegen lassen, dann ist man hier relativ auf dem Boden angewiesen. Ah, ich will doch nur noch mal ein bisschen kämpfen. So, da sind wir doch. So, mit Y können wir ranzoomen. Ah, dumm, dumm, dumm. Da ist ein Stalker, der unter Feuer genommen wird. Und wir sind außer Reichweite, ne? Ihr seht, kein Treffer. Jetzt aber. So. Ja, wenn das Fadenkreuz sich rot färbt. Okay, jetzt hat uns der... Bums. Ah, er hat eine normale PPC. So. Und Feuer. So, jetzt haben wir eine Heat Warning. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gecapped. So, aber ihr seht, wir haben relativ wenig Schaden erlitten. Ja, also der Hunch ist ein relativ gutes Beginnerfahrzeug. Bleibt beim Team. Und euch kann relativ wenig passieren. Wir gucken mal eben kurz. 197 Damage in einer relativ kurzen Zeit ist vollkommen in Ordnung. Ne, und ja, das wäre euer erster Mech. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir, meldet euch. Ich mache dann noch eine Folge, wenn ihr wollt. Ne, bis dahin und tschüss.